So, danke. So, das Schwert ist im Arsch. Ja, endlich. Bums. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob man es mir anhört, aber ich habe keine Lust mehr. So, die Tür schließt sich. Die Tür verschwindet bitte auch noch. Danke. Ja. Und Irene lebt natürlich noch. Nein. Irene. Irene. Wow. Was ein Ende. Ah! Was ein großer Dialog. Ist das überhaupt er? Ich weiß nicht. Es könnte auch nein, nicht noch ein Boss. Nein, es war ja gut. Und jetzt zerfällt der Tempel. Ich glaube es nicht. Genauso wie der erste wahrscheinlich. Erst rechts. Und zerfällt er genauso wie der erste? Nein, erst links. Wow, sie haben sich was einfallen lassen. Und jetzt zerfällt das nächste Stück. Na komm. Ach, es kann doch nicht so lange sein, dauernd zu explodieren, oder? Gott, danke, ja. Jetzt ist das zweite Stück weg. Das dauert so lächerlich lange. Mann. La 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 la. Jetzt müsste das dritte Teil. Oh, danke, das war ein schön großes Stück. Ah. Ja, komm, bitte, geh einfach weg da. So. Es ist untergegangen. Tempel, jetzt zerfall endlich. Oh. Selbst das Ending quält mich noch. Meine Fresse. Yay! Da ist Ryu und er hat wieder keine Maske auf. Warum auch immer. Jetzt kommt wieder das Milchbubi-Gesicht zum Vorschein. Bitte, bitte nicht. Oh Gott. Irene, es tut mir so leid. Mein Clan besiegt die Dämonen. Nichts davon. Nee, mein Clan. Das Besiegen der Dämonen. Nichts davon ist noch wichtig. Nun, wo du weg bist. Na klar. Jetzt kann dieses Schwert sie wahrscheinlich auch noch wiederbeleben, oder was? Wo? Das Schwert. Wenn das jetzt passiert, ich. Wang, 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 wang. Nein, das Schwert ist verschwunden. Es wird eine Lichtkugel. Das Drachenschwert. Ich krieg diese tiefe Stimme nicht mehr hin. Das tut mir im Hals weh gerade. Das ist unglaublich inzwischen. Es fliegt nicht in. Nein, nicht in sie. Bitte. Punkt, 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 Punkt. Das gibt es nicht. Das ist so ein Schwachsinn. Jetzt kriegt sie das. Jetzt kriegt sie das Leben des Drachenschwertes. Was zur. Nein. Nein. Irene. Es ist ein Wunder. Ein Wunder, Irene. Ryu, was? Was ist mit mir passiert? Ich fühle mich, als hätte ich geträumt für eine lange Zeit. Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Es ist alles vorbei, Irene. Die Dunkelheit ist verschwunden. Bis zum nächsten Teil. Oh yeah, Ninja Gaiden 3. Ich freue mich so. Ah, Baby. Ah, Baby. Oh, Ryu. Dann ist es wahr. Der Teil über dich und mich. Oder? Ja, Irene. Wow. Das fängt ist genauso schnulzig wie der erste Teil. Sieh. Kannst du glauben, wie wunderschön unsere Welt ist, Irene? Und es wird alles so bleiben. Für immer. Es ist genauso schmalzig wie der erste Teil. Ich glaub es nicht. Und sie sehen dem Sonnenuntergang entgegen und ich könnte kotzen. Kotzen über eine Kassette dieses Spiels, wenn ich. Ah! Nein. Nein. Was ist das? Ah, genau. Es gibt ja noch die Credits. Und eine Sternschnuppe. Ach, ist das nicht schön? Ninja Gaiden 2, Tecmo, 4. Volume 2. Wow. Bringt das bitte hinter uns. Bitte. Project Ninja 2, The Dark Sword of Chaos. Kann man das überspringen?
Nein, ich kann nicht mal jetzt. Cinema Display Unit. Ihr habt großes Kino gemacht, wirklich. Story by... Was, da haben zwei Leute an dieser Story gesessen? Okay. Screenplay by One Mao. Eine Person hat darin... Wow. Artwork, ja. Wow. Diese Artwork, diese grandiosen Bilder haben auch zwei Leute gebraucht. Drei Leute. Vier Leute. Ja, natürlich. Man hätte vielleicht mal ein paar mehr in die Story setzen sollen. Oder in die Programmierung und nicht nur ein Programmier... Oh Gott, diese Leute. Tecmo! Boah! Kein Wunder, dass es so ein Scheiß ist. Der Programmierer, da konnte ja machen, was er wollte. Was ist das jetzt, der nächste Tempel? Action... Oh, Action Unit. Es gab eine extra Einheit für die Action in diesem Spiel. Hintergrund. Haben auch wieder zwei Leute, drei Leute dran gesessen. Braucht man. Enemy Design. Zwei Leute. Drei Leute. Aha. So sah das nicht aus. Das sah so aus, als hätte der Programmierer alles gemacht. Oh. Klar, die Gegner hat auch wieder nur ein Kerl programmiert. Ich könnte so kotzen. Boah! Mann! So, Tempel, schön. Find's schön, mach's kaputt. Soundstaff, ja, okay. Das muss man sagen. Das Spiel hat einen genialen Soundtrack. Wie der erste Teil ist die Musik das Beste an dem Spiel. Also, ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ninja Gaiden. Spielt es oder spielt es nicht? Spielt es lieber nicht. Oh, bin ich fertig. Wow. Ich mag heute gar nicht. Ich werde heute nichts mehr anpacken. Kein einziges Spiel. Design Stuff. Ah. Illustration. Natürlich. Wie gesagt, steckt mehr Leute in die Programmierer. Dann wird das Ninja Gaiden Ding auch schön auf dem NES. Ich hab keine Ahnung, wie die späteren Teile sind. Black, Sigma und so ein Scheiß, aber... Ich werde es auch nicht anpacken. Nö, nach Ninja Gaiden 3 ist für mich echt durch. Englische Übersetzung bei Daniel Karl. Der klingt nicht mal wie ein Engländer. Wow. Mhm. Schön. Muss ich den dritten Teil echt spielen? Also, Audio Visual Copyright MCMXC Tecmo Limited. All rights reserved. Das wird schwarz-weiß. The End. Also, das muss man sagen. Im Vergleich zu Capcom sind die nicht mal nett. Nö. Capcom hätte noch gesagt, danke fürs Spielen, aber so einen Scheiß brauchen die ja nicht. Okay, ich bin Emero, das war Ninja Gaiden 2. Demnächst kommt hoffentlich irgendwann Ninja Gaiden 3, wenn ich mich jemals dazu bewegen kann, es anzupacken. Also, bis dahin, tschüss.